Herzlich willkommen zu meinem neuen YouTube-Video, heute von einer ganz besonderen Location und zwar aus Essen, von der Essen Motor Show. Und ich bin hier mit meinem wunderschönen neuen Elfer am Stand von 3D-Kennzeichen. Genau, weil ja, ich liebe die 3D-Kennzeichen, ich habe sie schon seit 2017 immer wieder auf meinen Fahrzeugen drauf, weil es einfach ein richtig cooles System ist. Gibt es ja auch extra Videos dazu, die du anschauen kannst. Und ja, hier am Stand kann man sich auch sein eigenes Kennzeichen vor Ort prägen lassen. Da ist hier hinten dann auch die Maschine, im Endeffekt, wo dann wirklich Buchstabe für Buchstabe eingelegt wird und dann auf die Platine, also auf das Weiße, geprägt wird. Und unser Lager ist hier hinten. Da gibt es wirklich alle möglichen Buchstaben dann vor Ort vorrätig und man kann sich zwischen den Optiken Schwarzmatt, Schwarzhochglanz, Carbonmatt, Carbonhochglanz entscheiden. Und ich habe gestern war der Preview Day, fleißig Buchstaben rausgesucht, die Kombinationen, was hier die Leute vor Ort sich eben ausgesucht haben und bestellt haben. Und dann wurde das da hinten geprägt. Also wirklich ein richtig cooles System. Wer noch die Zeit hat, die Messe geht bis zum 8.12., sollte unbedingt vorbeischauen und uns hier besuchen. An den Wochenenden bin ich auf jeden Fall immer hier und ich freue mich einfach auf alle netten Gespräche, nette Menschen und ja, ich würde sagen, wir schauen dann auch mal kurz um die Messe herum, denn heute ist jetzt der erste richtige Messetag und ja, wir erwarten einigen Ansturm, also es wird voll werden, auch als wir vorhin rein sind, waren echt schon Hardcore-Fans da gestanden, die auf den Einlass gefiebert haben und ja, ich würde sagen, wir nutzen noch kurz die Ruhe vor dem Sturm und schauen uns mal ein paar Fahrzeuge an. Komm mit! Wir sind jetzt auf der Rückseite quasi des 3D-Kennzeichenstands und in der Arena, wo die ganzen Tuning-Modelle stehen. Und es ist wirklich ein Meer aus coolen, bunten Farben. Wir können einfach hier mal einen Schwenk machen. Also gibt's nicht, gibt's hier wirklich nicht. Es ist, ja, es lässt keine Wünsche offen, was man hier alles sieht an Optiken von dem Lack, von Folien, von Anbauteilen, von Umbauten. Also wirklich brutal. Natürlich auch komplett tiefer gelegt mit Luftfahrwerk und was weiß ich alles. Also ja, crazy, wenn man das sich hier so anschaut. Bin hier gestern tatsächlich noch gar nicht vorbeigelaufen. Da hinten sieht man auch unsere XPEL-Folie, im Endeffekt den Stand. Die haben ja auch noch PWF. Das ist auch noch die Folie, die im Sortiment haben, Bruxafol. Und ja, sagen wir nachher auf jeden Fall auch mal Hallo. Denn ja, Folien habe ich ja bisher auf meinen beiden Porsche drauf und bin sehr, sehr zufrieden damit. Also gibt einen ein Top-Gefühl. Ja, schauen wir mal weiter hier. Und dann gehen wir in die Richtung, oder? Oh, der ist ja auch cool, der GTR. Boah. Das ist anders krass. Schön. Wow. Oh, da haben wir einen SUV. Der hat ein bisschen Bodenfreiheit, hätte ich gesagt. Die Felgen. Pickup Truck heißt also, sorry. Ich habe es nur von vorne gesehen. So, Wahnsinn. Krass. Die Felgen, die blitzen. Geil. So, was kommt da oben Schönes? Da sieht man auch schon viele, viele bunte Sachen. Stark. Also wirklich cool, was man überall sieht. Auch RS6 in allen möglichen Variationen mit verschiedensten Felgen. Dann, dann natürlich der M2. Sieht man auch sehr, sehr oft. Richtig schön. So. Sich selber hier orientieren. Wir waren gestern nur am Stand und haben schon fleißig Kennzeichen rausgesucht und geprägt. Deswegen ist meine Orientierung noch nicht die beste. Aber da vorne haben wir auf jeden Fall ein paar Sachen, die man auch schon von Instagram und so kennt. Bei Grail steht der RS3, der wahrscheinlich am krassesten umgebaut ist von allen. Der hat jetzt auch eine komplett neue Folie bekommen, finde ich auch richtig schick. Natürlich noch ein GT3 RS in mattgelb, der ist ja auch super schön. Stark. Ach, einfach ein Traumauto. Ja, und hier nochmal der RS3. Schon heftig. Geil umgebaut. Echt geil. Ja, dann haben wir hier Airlos und JP Performance. Da war gestern auch die Hölle schon los. Auch Litzke Tuning.
eine wunderschöne G-Klasse. Ja, es ist echt cool, was hier alles geboten ist. Der neue M5, auch ein brutal schönes Auto, wie ich finde. Matt, ziemlich nice. Oder? Was sagt ihr? Schreibt mir gerne mal in die Kommentare, wie ihr so die Eindrücke hier findet, was es hier für Fahrzeuge gibt. Würde mich mega interessieren, was dich am meisten hier interessiert. So, wo gehen wir weiter? Ja, hier am Stand von Aulitzki sieht man auch was wunderschönes Pinkes. Und auch der M2, der daneben steht, mit dem Findet Nemo Design, den hat übrigens auch der Patrick Pieseis gemacht, also mein Folierer aus Freistadt. Richtig cool foliert worden, echt, habe ich vorhin schon angeschaut, richtig schön on point. Also für solche Sachen ist er natürlich auch immer zu haben, voll Druck und alles. Und ja, man sieht, dass hier noch kein großer Publikumsverkehr ist und noch alle Vorbereitungen laufen, damit alles schick und schön ist. Und hier wird noch fleißig gestaubsaugt. Natürlich mit einem, ja, nicht so coolen Staubsauger, das geht besser, aber ja, kann man nicht ändern. Genau, was gibt's hier noch? Ja, hier habe ich ein paar schick getunte Audi-Modelle gefunden, unter anderem diesen Aris Q8 mit Full Carbon vorne. Ja, wie findest du sowas, wenn die Autos so, sag mal, richtig heftig getunt sind? Schreib's mir gerne mal in die Kommentare, also es sieht ziemlich wuchtig aus. Jetzt muss man mal mitgehen. Ich habe hier was entdeckt, was ziemlich stark glitzert, was mein Interesse geweckt hat. Wow, was sagst du hierzu? Das ist sehr heftig. Und auch eine Harley, ein Drake. Wahnsinn. Also das muss ich gleich noch fotografieren und einer Freundin schicken, die sowas fährt. Das ist, glaube ich, genau ihr Ding. Wow, das ist sehr brutal. Viel zu schade zum Fahren. Aber Respekt, das war eine mächtige Arbeit, das zu machen. Schön, oder? Wie findest du das? Schauen wir mal weiter. Ich habe noch was anderes Schönes entdeckt. Und zwar eine G-Klasse und nicht nur irgendeine, sondern von Brabus hier am Stand von Hankook. Und ja, die habe ich gestern schon gesehen. Die ist einfach krank. Die Farbe finde ich mega, mega schön. Erinnert mich an meinen Taycan ein bisschen. Oh! Da ist sogar das Carbon grün. Das hat Stil. Also das finde ich wirklich schön. Das ist cool. Wow. Ist mächtig, wenn man hier davor steht. Und auch die Felgen. Das ist einfach wie aus einem Guss. Also ich finde es voll schön. Und auch was ich jetzt innen sehe, ist es innen sogar grünes Alcantara mit einem grünen Lenkrad. Wahnsinn, da muss ich selbst ein paar Bilder machen. Das ist echt schick. Also wenn ich irgendwann meinen Fuhrpark mal erweitern sollte mit einer Mercedes G-Klasse, dann auf jeden Fall mit Brabus. Das ist Wahnsinn. Also richtig Wahnsinn. Gefällt mir. Hier haben wir ihn, den Abt X GT, quasi den R8 Rennwagen mit Straßenzulassung von Abt. Also es hat wirklich eine brutale Erscheinung, wenn man sich das so anschaut und auch richtig scharfkantige Flaps hier vorne. Dann quasi da die Abdeckung von der Fronthaube. Hier dieses ganze Dach mit der Ansaugung, also wow, brutal. Ein wunderschöner Flügel, der dann noch dran ist, mit Schwanenhals, ja, nicht schlecht. Also da wird man auf jeden Fall angeschaut, wenn man damit rumfahren würde auf der Straße. Ja, was sagst du dazu? Schreib es mir sehr, sehr gerne in die Kommentare. So, schauen wir weiter. Ja, da haben wir auch was Cooles entdeckt. Einen GT3 RS. Ja, geile Farbe. Sieht richtig cool aus. Felgen muss jeder selber wissen. Aber geile Farbe auf jeden Fall, oder? Was sagst du dazu? Ja, hier noch was richtig Cooles. Man findet hier Sachen, von denen man nicht glaubt, dass diese existieren. Aber man läuft trotzdem dran vorbei, wie das hier. Es sind Skateboards in so einem geilen, wunderschönen Design. Einmal ein pinker GT3 RS und einmal, ja, in Mint würde ich jetzt behaupten. Geil. Also, ja, ich kann leider kein Skateboard fahren, aber würde ich es können, dann würde ich da nicht dran vorbeigehen können, ohne es zu kaufen. Mega schön, mega Qualität, sieht einfach nur cool aus. Was sagst du von diesen ganzen Sachen, die es rund um die ganzen Automobile gibt? Hältst du da was davon von diesem ganzen Merchandise? Schreib es mir in die Kommentare. Die kurze Runde ist zu Ende. Es ist 9 Uhr. Man merkt schon, die Besucher kommen und drängen sich hier durch. Wir sind jetzt wieder zurück am Stand von 3D-Kennzeichen. Und hier kann ich jetzt auch einmal wunderschön zeigen, wie die 3D-Kennzeichen denn ausschauen, was es alles gibt und vor allem, welche Größe von den Grundschildern es alles gibt. Komm mal her. Und zwar,
Da können wir mal hier unten anfangen. Da haben wir das normale, die normale Grundlänge im Endeffekt mit die 520 mm. Ist für die 7 bis 8 Stellen. Und da hat man dann die normale Mittelschrift im Endeffekt. Und ab 8 Stellen hat man dann die Engschrift. Und das ist jetzt hier schwarz-matt. Ich hoffe, man sieht es jetzt gut in dem Licht. Dann haben wir hier schon die Platine in 460 bis 466 mm. Wenn man im Endeffekt es etwas kürzer mag. Hier haben wir auch das wunderschöne Carbon-Matt. Also das finde ich auch sehr, sehr edel. Ist wirklich schön. Natürlich gibt es auch dann Saisonkennzeichen. Also ja, man kann sich austoben. Und wenn man es im Konfigurator auf 3D-Kennzeichen nicht findet, was man sich sucht, kann man 3D-Kennzeichen auch immer noch anschreiben, was es für Möglichkeiten gibt, die auch im legalen Bereich liegen. Denn es wird immer auf die Abstände und alle möglichen Vorgaben geachtet, dass man eben sein Siegel bekommt. Und da kann man sich einfach mit denen kurz schließen auf dem kurzen Weg und so zu seinem Kennzeichen kommen. Ja, geht's weiter zu Schwarz-Hochglanz. Habe ich auch auf meinem 911er drauf, auch auf dem Taycan. Ich finde es einfach mordschick und edel. Die sind wirklich in mehreren Schichten mit Klarlack lackiert, dass die so eine wunderschöne Tiefe und Kraft haben. Also wirklich ein Traum. Hier haben wir die Platine in 410 mm. Also man sieht ja wirklich mal, was es alles gibt. Das kann man sich eigentlich gar nicht vorstellen. Hier oben, es wird immer kürzer, gibt es 350 und 360 mm. Da haben wir wieder schwarz-matt. Und ganz da oben, ich komme fast gar nicht mehr hin. 300 mm, also wirklich das Kürzeste, was es denn gibt. Und hier haben wir das wunderschöne Carbon-Hochglanz. Also ja, sieht doch einfach nur gut aus. Und hier oben steht es auch so schön, zulässige Kennzeichenlängen. Also hier bewegt man sich immer im legalen Bereich. Und das wird auch immer direkt dazu gesagt, ob man jetzt darauf ein Siegel bekommt oder eben nicht. Weil ja, wenn man jetzt noch Engschrift möchte auf so einer kleinen Trägerplatine, dann natürlich nicht. Aber ja, kann trotzdem jeder bestellen. Gibt es halt dann vielleicht kein Siegel, eigene Verantwortung. Aber es geht eigentlich alles. Ja, mit meinem Rabattcode QUEEN kannst du im Endeffekt das ganze Jahr bei 3D-Kennzeichen sparen und dir dein 3D-Kennzeichen für dein Fahrzeug holen. Und was auch so cool ist, du brauchst jetzt kein neues Auto. Ne? Du musst dir kein neues Auto kaufen gehen, dein jetziges verkaufen oder irgendwie. Nein, gleich vergessen. Es geht nämlich wirklich für wirklich kleines Geld. Es ist vom Bundesland zur Zulassungsstelle und was weiß ich, immer ein bisschen unterschiedlich. Aber von 5 bis 15 Euro, was ich jetzt so alles mitbekommen habe, durch Fragen und Erfahrungsaustausch im Endeffekt, kann man seine Aluschilder gegen die coolen 3D-Kennzeichenschilder im Endeffekt umsiegeln lassen. Du brauchst einfach nur deine alten Aluschilder, die musst du abbauen, mitnehmen. Dann brauchst du deinen Schein, deinen Kfz-Schein und dann natürlich deine neuen Kennzeichen. Und dann machst du dir einen Termin auf der Zulassungsstelle, gehst hin. Wie gesagt, zwischen 5 bis 15 Euro bist du irgendwo dabei. Und schon kannst du die schönen 3D-Kennzeichen, die so robust und widerstandsfähig sind, auf deinem Fahrzeug montieren. Und was auch richtig cool ist, die Buchstaben sind durchgehend in dem schwarzen Material. Also das heißt wirklich, wenn du einen Steinschlag oder irgendwas bekommst, einen Abplatzer, es gibt nichts, was es nicht gibt im Endeffekt. Das Auto ist so vielen Einflüssen ausgesetzt, ist danach der Buchstabe unten drunter nicht weiß oder irgendwie, sondern wirklich durchgehend schwarz. Gestern hat der Armin, der hier auch die Schilder prägt, mal mit seinem Taschenmesser dran rumgekratzt auf einem Schild. Das hat man wirklich gesehen, weil es im Endeffekt ein Interessent wissen wollte, dass das durchgehend schwarz ist. Also muss man auch dazu wissen, weil die Aluschilder, die sind letztendlich nur mit einer dünnen Folie bezogen. Und ja, die halten nicht so viel aus, weiß vielleicht auch jeder aus Erfahrung. Einmal irgendwie komisch hingekommen, einen Steinschlag, wie auch immer. Und ja, dann ist es vorbei mit der schwarzen Folie. Das können wir auch gleich nochmal anschauen. Aber hier hat man mal alles wunderschön auf einen Blick, was es alles gibt. Würde ich sagen, schauen wir mal vor zu dem Aluschild. Weil, das ist auch ganz witzig, das haben wir hier auf dem Boden, haben wir das hingeklebt. Und dass wirklich da jeder drüber steigt und man dann auch sieht, was es eben nicht aushält, dieses Aluschild. Und ja, schon nach einem Messetag schaut schon ein bisschen ramponiert aus. Also ja, es leidet gut, würde ich sagen. Schauen wir mal, was es dann in den nächsten Messetagen noch so alles abkriegt. Also hier sieht man auch schon, dass es schön abgeht. Und ja, ist einfach, würde ich sagen, nicht mehr so zeitgemäß. So, jetzt müssen wir mal das Auto auch noch kurz entstauben, weil es ist wirklich brutal, wie viel Dreck hier in der Messe rumfliegt. Also man sieht es jetzt auch schön an der Scheibe, der war wirklich komplett sauber. Jetzt ist die Scheibe eigentlich mehr weiß und voller kleiner Fusseln, als man, wie gesagt, als die Sache irgendwo wert hat. Das ist so brutal. Und jetzt tut man einfach kurz abstauben und dazu nehmen wir den Duster-Aufsatz vom Hühler mit zwei Verlängerungen und das ist so cool. Aber leider ohne Hühler.
Ja, leider ohne Hühler. Das ist jetzt hier auf der Messe. Das Auto ist eh schon randvoll. Das hätte jetzt den Rahmen gesprengt, aber es wäre natürlich noch cooler, weil es weg ist. Aber gut, hier macht es keinen Sinn in so einer Riesenhalle. Da kommt der Staub von allen Ecken her. Deswegen immerhin nehmen wir den Aufsatz von Hühler. Und das Coole daran ist, jetzt ist mein Griff wieder weg. Der hat sich auch wieder zugesperrt. Das Coole daran ist, dass man den auch waschen kann. Weil das von den anderen Herstellern letztendlich ist ja alles bloß für einmal zum Verwenden und dann hat man auch keinen Bock mehr, das zu nehmen, wenn es komplett dreckig ist. Deswegen ist das wirklich eine coole Sache. Einfach abziehen und in die Waschmaschine und dann ist alles immer wieder schön frisch und saugt den Staub an. Testen wir es doch gleich mal, oder? Ja. Ja, da hat man gut was zu tun. Soll man nicht glauben. Und wenn man sein Auto auch so genau sauber macht, dann sieht man auch mal, wie viele Steinschläge das eigentlich schon überall auf der Scheibe hat. Krass, da blutet einem echt das Herz. Aber ja, Scheiben darf man ja leider nicht folieren mit Steinschlagschutzfolie. Hier auf dem Pink sieht man es auch brutal. Da sieht man den Staub echt noch mehr. Bei der Kamera sehr schwierig. Ja, ne? Ja, coole Sache einfach. Der Staub ist weg. Schauen wir mal, wie lange er sauber ausschaut. Aber ja, was tun wir denn alles, dass das Schätzle gut ausschaut? Dann räumen wir ihn auch mal wieder weg. Wenn dich mehr dazu interessiert, was der Hühler denn eigentlich ist, denn er ist so, so viel mehr als nur ein Staubsauger, dann schau unbedingt auf meinem zweiten Kanal vorbei, Jenny Pors. Da zeige ich und erkläre ich wirklich alles, was der kann. Und ja, bei Fragen stehe ich jederzeit sehr gerne zur Verfügung. Freue mich auf deine Nachricht. Sollte jeder haben, oder? Finde ich auch. Ist wirklich eine Lebenserleichterung in allen Lebenslagen. Und ja, einfach eine Investition, die auch ihr Geld wert ist, weil sie eben sehr, sehr, sehr viele Jahre hält. Genau. Ich bin jetzt hier beim Armin an der Prägemaschine und wir schauen uns jetzt live an, wie das Ganze funktioniert. Armin, möchtest du uns begleiten und das ein bisschen erklären? Ich erkläre euch das. Das ist alles eigentlich ganz einfach. Das ist hier unser Prägewerkzeug mit der dazugehörigen Maschine. Diese Prägemaschine prägt mit ungefähr 50 Tonnen Druck. Sauber. Diese Werkzeuge funktionieren folgendermaßen. Hier kommt der Buchstabe rein und hier oben mit diesen Prägewerkzeugen wird dann der Buchstabe auf der Platine vernietet. Das Ganze läuft dann folgendermaßen ab. Der Kunde kommt mit seinem Kennzeichen. Hier ist das komplette Alphabet. Dann setzen wir uns die Werkzeuge so in der Position, wie wir sie benötigen. Jetzt folgendermaßen aus. Die Werkzeuge werden einfach geöffnet. Hier und hier sind die standard vorgegebenen Abstandhalter, die ich brauche vom Netzgeber wegen Dienstplakette und so weiter. Genau, dass alles schön legal ist. Dann kommen hier unsere Buchstaben rein, die es auch in diversen Variationen gibt. Ja, das sind gerade die schönen in Schwarz-Hochglanz. Also das wird richtig schön. Hier auf der Messe im Endeffekt die Buchstaben, die ganzen Zahlen, dass die in dem Körbchen landen. Dieses Kommissionieren habe ich jetzt auch schon ganz, ganz oft gemacht, habe auch schon viele Leute beraten und zu ihrem Kennzeichen geholfen. Ja, und dann geht es hier weiter. Die Buchstaben liegen jetzt hier drin. Diese, in Anführungszeichen, Dome sind aus gehärteten Kunststoff. Die kommen hier rein. Die Platine liegt schon in Position. Ich klappe die Platine hier einfach nach unten. Klappt das Oberteil darüber,
positioniere das Ganze nochmal, schiebe das in die Presse rein, drücke auf den Startauslöser. Und das war's schon. Das war der ganze Act. Der Zauber des 3D-Prägens. Und so sieht es dann aus. So schön. So schön. Und weil es so schön ist. Gleich noch einmal. Also wenn man alles vorbereitet hat und die Buchstaben alle stimmen, ist ein Satz Schilder in weniger als 5 Minuten produziert. Ja. Das geht echt mega schnell. Ja, man macht sich vorher gar keine Gedanken, wie das so funktioniert. Und dann sieht man das mal und einfach eine coole Sache. Ich habe es ja auch schon mal selber machen dürfen. Also echt richtig cool. Man meint zwar vielleicht, dass das einfach hier so auf die Schnelle funktioniert, aber allein das technische Know-how von den Werkzeugen ist einfach immens. Voll. Das habe ich auch beim selber Prägen dann gemerkt, wo man da schaut muss und drücken muss. Und so leicht aus einer Hüfte ist das jetzt auch nicht schön. Da müssen wir schon irgendwas wissen. Und schon ist Teil 2 fertig und wir haben einen zufriedenen Kunden. Oh ja. Wieder ein hübsches Auto mehr. Sehr schön. Kommst ins Fernsehen. Genau, dann kommt es in die Hülle, dass ja nichts verkratzt. Das sind ja die schönen Hochglanzbuchstaben, die lackiert sind. Und dann kommt so dann. Das Dächle. Viel Spaß und dann damit. Viel Freude damit. Ciao. Ciao. Ja, und dann muss man wieder alles aufräumen, gell, Armin? Auf das läuft's raus. Ja, da schau her, da kommt schon die nächste Bestellung. Auf das läuft's raus. So, der erste richtige Messetag geht zu Ende. Sperren wir das gute Stück zu. Und es war so, so cool. Wir müssen jetzt leider unter dem Laufen reden. Ciao, René. Ja, es war so cool. Ich habe so viele Leute beraten über die 3D-Kennzeichen, was die alles können, dass sie quasi auch erlaubt sind. Und es war einfach nur, hat mir so viel Spaß gemacht. Ich glaube, meine Stimme geht langsam auch zu Ende. Ja, ich muss mir echt ein paar Lutschpastillen organisieren, aber es war so, so cool. Bestellungen aufgenommen, übergeben, die Buchstaben rausgesucht, auch hier ganz viel dazu gelernt, wie viele Größen es denn alle gibt, weil ich bin ja aus dem Thema, sage ich mal, raus. Ich mag ja eigentlich mehr so original lange Halter und was weiß ich. Boah, es ist hier laut. Und was man hier alles sieht, ist es ja auch schon wieder spannend. Krass. Hier kommen die Boxen vom JP hier, die ganze Anlieferung. Da geht was. Die ganzen Leute sieht man da mit diesen Dingern rumfahren. Ja, richtige Partystimmung. Ich hoffe, man versteht mich noch gut. So, wir packen es jetzt auf jeden Fall ins Hotel und dann geht es noch was Leckeres essen. Und ja, ich hoffe, ich komme heute mal früher ins Bett. Es war schon alles ziemlich crazy die letzten Tage und es geht ja auch bombastisch weiter morgen. Ja, ich hoffe, dir gefällt mein Video von der EMS und schreib es mir gerne in die Kommentare und freue dich auf viele weitere Videos. In dem Sinne, einen schönen Tag noch. Ciao!